Schönen guten Abend. Deutsche Bahn, Busfahren. Da stand doch sonst immer, bei Schwarzfahren droht 60 Euro Strafe. Da habe ich mal geguckt, so ja, das stimmt, Schwarzfahren ist negativ. Aber ich habe bei dem Wort Schwarzfahren nie an mich gedacht. Also ich habe sogar Witze gemacht, wenn der Kontrolleur kam und von mir eine Fahrkarte haben wollte. Da habe ich ihm gesagt, nö, ich habe keins. Ja, wieso denn das nicht? Ja, ich bin Schwarzfahrer. Da haben wir uns immer köstlich amüsiert. Aber ganz ehrlich, Leute, ich käme nie auf den Gedanken, dass Schwarzfahren als political korrekte Diskriminierung gegenüber Schwarze zu sehen. Ich weiß ja nicht, von wem das kommt, vom Ethikrat oder von keine Ahnung, in welche Politiker, die da irgendwie Langeweile haben. Also die Message dahinter ist, ich kenne keiner meiner dunkelhäutigen afrikanischen Freunde, der jemals eine Debatte angefangen hätte wegen dem Thema Schwarzfahren. Ich wäre ja sogar damit einverstanden, wenn man über das Thema Schwarzgeld redet, welches wir alle ein bisschen zu Hause haben. Aber über Schwarzgeld kümmert sich doch auch keiner, außer das Finanzamt, die sich ärgern. Leute, lasst euch bitte nicht verarschen. Hier spricht zu euch der dunkelhäutige Schwarze aus Essen. Diese ganze Diskriminierung am Anakoyom-Debatte hat mit uns Afrikanern nichts zu tun. Wir wollen nur friedvoll mit unseren deutschen Kollegen und Schwestern zusammenleben, ein wunderschönes Leben in Deutschland haben, in Ruhe, in Verständnis miteinander, in Frieden leben. Dankeschön. Und denkt dran, Schwarzfahren ist sehr, sehr teuer, auch für weiße Menschen. So.